Ja, nein, oh nein, ich hab losgelassen. Wieso? Ich dachte, ich hab sie nicht. Ach. Wieso war sie denn noch einmal doch wieder da? So, jetzt aber, Hachi. Schön kalt, ne? Schön kalt, hab ich gesagt. Hallo? So, jetzt bist du aber hinüber. Du bist ein ganz schön zäher Geist, das muss ich mal zugeben. Und stark bist du auch, und jetzt bist du aber nicht mehr in deiner Wanne. Jetzt bist du eingesperrt in der Ecke. So, jetzt kommst du in meinen Staubsauger. Tja, schade. Und eine neue Kiste. Hervorragend, damit haben wir wahrscheinlich einen zweiten Schlüssel. Womit ich wahrscheinlich auch wieder zurück muss. Mach die Kiste auf, Luigi. Du hast das schon? Ja, ein zweiter Schlüssel, dachte ich mir schon. Da muss ich nur noch rausfinden, wie ich den da Mr. Steroidenmann hier wegkriege. Was ist das? Erdgeschoss? Dann können wir uns gleich eigentlich aussuchen, ob wir im Erdgeschoss weitermachen oder nach oben gehen. Also da, wo ich gerade bin. So, warte mal. Hier war die alte Oma, die habe ich auch schon besiegt. Ich bräuchte mal wieder ein paar Herzen, die mir gerade auffällt. Das wäre mal ganz schön. Ist hier vielleicht einer... Mann, was willst denn du hier schon wieder? Hi! Du gibst mir doch immer freundlicherweise Herzen. Wieso explodiert da hinten schon wieder was? Hervorragend, da habe ich mein Herz. Aber ich wollte auch... Ach, ey. Ihr blöden Mäuse, könnt ihr nicht einmal kurz Ruhe geben? Ich meine, ich sammle hier gerade Herzen. Mal gucken, ob da Herzen drin sind. Nein, du sollst da jetzt nicht nach unten schalten. Ach, hier scheint nichts an Herzen drin zu sein. Hier vielleicht. Komm schon, ein Herz. Ja, hier ist ein Herz. Nicht wegfliegen, Herz. Zu mir kommen. Genau. Ich bräuchte mal wieder ein großes Herz. Ich wollte hier doch rum. Also gehen wir hier weiter. Kommt hier noch eine Kanne? Ja. Ein Goldklumpen. Okay. Ein Goldklumpen ist auch okay. Dann habe ich wenigstens wieder 10. 10 ist eine schöne Zahl. Finde ich zumindest. Oh mein Gott, hier sind mal wieder Taler ohne Ende. Taler, Taler, Taler. Was soll denn Luigi mit dem ganzen Geld? Naja, sich wahrscheinlich die Villa kaufen. Nein, das macht irgendwie keinen Sinn. Von hier komme ich doch. Luigi? Nein, wir gehen zurück. Ach, verdammt nochmal. So, da war ich auch schon drin, da hat mich der Geist verarscht. Da komme ich nicht rein. Vielleicht gibst du mir ja auch ein Herz. Wäre zumindest ganz lieb, aber nö. Anscheinend geben mir gelbe Geister keine Herzen. So, alle viermal mit einmal weg. Okay, hier explodiert mal wieder Unmengen. Oh nein! Ja, wow! Das war cool. Luigi hat die Mütze abgesetzt. Oh, nein! Geht weg! Weg mit euch! Ich will eigentlich doch nur gucken... Nein! Mann! Luigi! Bist du wahnsinnig! Ich wollte nur hier in diese Giraffe... Genau, in diese Giraffe gucken. Und hier gibt's mal wieder Feuer. Dann nehmen wir doch mal Feuer, ehe wir gar nichts haben. So, und ich wollte hier gerne mal weiter gucken. Ob ich noch... Ah, ein Herz. Das beruhigt mich. So. Ach, hier geht's hier noch weiter nach oben. Da will ich, glaube ich, noch nicht hoch. Da ist aber abgeschlossen. Also gut, wir gehen einmal ein Stockwerk weiter nach oben. Jetzt kommen wir, glaube ich, schon auf den Dachboden, oder? Ja, das sieht mir ziemlich nach Dachboden aus. Oh mein Gott. Brauchen wir hier überall Schlüssel? Oh, ich hätte auf die Karte gucken sollen. Hervorragend. Komm, schnell hoch. Ach, das war mal wieder Fail. Also da oben ist eindeutig der Bosskampf, würde ich jetzt mal behaupten. Wenn ich mich an die Karte richtig erinnere. Okay, vielleicht ist hier oben doch nicht der Bosskampf.
sondern ich weiß auch nicht. Ach, egal. Wir gehen also wieder runter. So, boah. Ja, ich bleibe einfach mal hier stehen. Da, wo kein... oder wo die Tür so vernagelt ist, da könnte man theoretisch rein, wenn ich das richtig sehe. Und ich würde mal... Boom machen? Nein, und ich würde gerne nochmal in diesen einen Saal da reingucken. Wow. Das macht doch mal nicht so viel Getue hier. In den da würde ich gerne nochmal reingucken. Ach. Nein. Aus. Sag ich doch. Aus. Ob hier hinten nicht... Da, also zumindest ist ein Raum eingezeichnet. Also würde ich mal sagen, hier ist ein Raum hinter. Sag ich doch. Den musste ich wahrscheinlich bloß erst freischalten. Observatorium. Das dachte ich mir schon. So wie das hier aussieht. Okay, ich krieg einen Goldklumpen. In Ordnung. Goldklumpen nehme ich gerne an. Kann ich hier noch was... Ah, er geht da ran. Das ist interessant. Er guckt in die Sterne. Was sieht er denn da? Was stellt... Was zum... Der Mond? Ist es der Mond? Ja, ist der Mond, oder? Hä? Was zum... Was ist denn jetzt los? Was zum... Was? Was ist denn hier los? Was habe ich denn jetzt gemacht? Ach, muss ich jetzt den Mond anschießen? Ich hab's, glaube ich, vergeigt. Ich muss, glaube ich, den Mond anschießen. Ach Gott, den treffe ich doch niemals. Nee, fail. Das war nicht... Ich muss den Mond treffen. Eindeutig. So? Nee, das war zu doll. Nach zu wenig. Ist jetzt aber gerade ein bisschen schwierig einzuschätzen. Okay, so, jetzt sauge ich das nochmal an. Ob das... Das ist bestimmt wieder zu wenig. Zu viel. Nach! Ich bin schlecht im Zielen. Ach, Moment. Ich muss hier mal kurz rumgucken. Ich will, aber ich weiß eindeutig, die wollen ganz garantiert, dass ich auf den Mond schieße. So. Gib mal her. Nein, das war zu wenig. Ich versuch das weiter. Ich mach das jetzt. Und ich treffe den Mond irgendwann. Na los, gib her. Irgendwann. So? Ja? Ja? Komm schon. Ja, ich hab den Mond getroffen. What the fuck? Ich hab den Mond gesprengt. Das wollte ich nicht. Entschuldigung. Wow. Was zum Geier? Ein Stern? Boah, ich schalte den Stern frei. Wow. Also, ich weiß nicht, ob das ein... Ist das ein Secret oder so? Na, ich kann einfach gerade gehen. Der geht von alleine, also hier kann man nicht runterfallen. Gut zu wissen. Beeil dich mal ein bisschen. Ich will wissen, was der Stern auf sich hat. Was macht dieser Stern? Hilft der mir? Ach, das ist Mario-Stern! Ah, ich erinnere mich. Das war, glaube ich, eine Sache... Was? Toad hat diesen Stern gesehen. Toad? Wie zum Geier hast du diesen Stern gesehen? Das ist komisch. Toad, du kannst dieses... Du hast dieses Spiel schon mal durchgespielt, oder? Anders erkläre ich mir gerade nicht, wie du den Stern gesehen haben sollst. So, also gut. Ein Item mehr für mich. Ich glaube, dann fehlen nur noch... Nein, da wollte ich nicht hin. Da wollte ich auch nicht hin. Hier wollte ich hin. Drei Stück oder nur noch zwei? Ich frage Toad am besten. Toad weiß am besten Bescheid. Okay, gehe ich jetzt den Weg nochmal zurück? Ich habe eigentlich keine Lust. Ich suche einen Spiegel. Ich brauche einen Spiegel. Ich gehe ins Bad. Obwohl, ich will nicht mit Toad reden. Okay, gut. Wir gehen die Treppe runter.
Also, wir haben schon mal einen Erfolg. Mario Stern gehört uns. Und wahrscheinlich, wenn ich alle Sachen von Mario habe, dann kann ich ihn erst befreien oder so. Was ich mit diesem Muckimann machen muss, weiß ich leider immer noch nicht. Das lasse ich jetzt auch erstmal offen. Zu dir komme ich später. Du bist mir noch zu stark. Bedauerlich, aber wahr. Naja, egal. Gehen wir mal nach draußen und reden mit Toad. Mach mal die Tür hier auf. Toad, warum sperrst du dich da immer wieder neu ein? Ey, du hast mir die Tür fast vom Kopf. Erzähl mir mal was, Toad. Ich habe den Stern gefunden. Das sagtest du bereits. Ich bin schon im Bilde. Okay, die Mütze haben wir, die Handschuhe fehlen uns noch. Der Schuh, den Brief haben wir und den Stern. Also nur noch Handschuh und Schuh. Ja, ich möchte gern speichern. Aber ich wollte jetzt eigentlich nicht zu dir. Dann gehen wir mal am besten zu dieser Madame. Dings da. Madame Ledam. Nee, heißt sie ähnlich so? Nee. Madame Le. Du könntest mir... Ja, du bist gut, dass du hier bist. Gib mir mal bitte ein Herz. Ja, und ihr verschwindet mal hier schnell. Da ist das Herz. Das will ich haben. Alles klar, dankeschön. Was wollte ich jetzt sagen? Ach so, ja, wir gehen jetzt mal am besten zu dieser Madame und gucken, ob die uns irgendwas zu berichten hat. Würde mich jetzt mal interessieren. Und euch bestimmt auch. Also los. Madame Le Cora heißt sie. So hieß sie, genau. Ich glaube, sie war hier hinten in dem Raum. Hier war sie, glaube ich, drin. Ich bin mir nicht sicher, aber ja doch, sie war hier in dem Raum. Hi. Hallo. Bist du da? Hallo. Muss ich jetzt wieder deine Kerzen hier anzünden, oder was? Damit ich mit dir reden kann. Wir zünden mal alle Kerzen an. So. Und die jetzt nur noch. So. Können wir jetzt mit dir reden? Hallo? Ich würde gerne mit dir reden. Mario! Ach, Madame. Darf ich jetzt mit dir reden? Ja, das Schicksal bestimmt unsere Wege. Schön, dass du das weißt. Darf ich jetzt mit dir reden? Ja, jetzt darf ich mit dir reden. Nanu. Was ist das für ein Gegenstand, den du bei dir führst? Würdest du ihn bitte Madame Le Cora zeigen? Was ist denn das? Ist das nicht Marios Brief? Her damit! Ich werde ihn sofort durchlesen. Das geht schon in Ordnung. Schließlich bin ich staatlich geprüfte Diplom-Briefleserin. Ja, natürlich. Okay. Okay, na gut. Interessant. Mal sehen. Halte mich Buhus Ausschau, Luigi. Ist das alles? Nicht gerade ein Geschichtsschreiber, dein Mario. Und was für eine Sauklaue ist das? Wie? Moment mal, sagte ich gerade. Mario? Hä? Was? Was laufe ich hier eigentlich gerade für einen Müll? Es ist doch nicht etwa der Mario? Ah, ich sehe. Nun, ich sehe ja alles. Ja, schön. Also habe ich das schon zuvor gesehen. Aber jetzt sehe ich es so richtig. Was? Was laberst du da? Ich glaube, du hast ehrlich keine Ahnung von dem, was du da sagst. Dann bist du also der Bruder des berühmten Mario. Hallo, ich habe auch einen Namen. Und du bist hergekommen, um ihn zu finden. Du bist ja ein toller kleiner Bruder. Schluck. Prost. Pardon, ich lache zu viel. Ja, das hast du schön erfasst. Oh ja, sie kommen. Die Geister erscheinen. Komm herbei, Geister der Macht. Zeigt euch Geister des Sehens. Lasst mich blicken auf die gar schrecklichen Dinge, die sich da heute Nacht zugetragen mögen.
Gläserne Kugel, Symbol meiner Familie, befähige dich, deiner dunklen Mächte, um alles zu enthüllen, was du könntest. Ich meine natürlich kannst. Enthülle uns alles, was du kannst. Zeige uns diesen Mario. Das Licht der Geister nährt sich. Genährt uns. Gewährt uns einen Einblick. Ja, ich weiß, einen Blick. Ja, dann zeig doch mal. Oh, Murmel. Ich sehe, dass dein Mario noch existiert. Nun, zumindest ist er nicht in der Geisterwelt. Die Geisterwelt. Uhu. Aber man kann auch nicht gerade sagen, dass er lebt. Na, zum Todlachen. Pardon, verzeih bitte. Wo ist er? Wo steckt er jetzt? Oh, die Geister hüllen sich in Schweigen. Oh, mehr kann ich dir nicht im Moment... mehr kann ich dir im Moment nicht erzählen. Bring mir einen weiteren Gegenstand, dann zeige ich dir deinen Bruder. Dieses Objekt spricht jedenfalls nicht länger zu uns. Ja, ich habe noch einen Gegenstand. Hi. Ich bin schon wieder da! Nein, du? Was ist das denn für ein Gegenstand, den du da bei dir führst? Würdest du ihn bitte Madame Le Corat zeigen? Was ist das denn? Ist das aber... Aber das ist doch Marios Stern! Nicht von dieser Welt, dafür aber schillernd und wunderschön. Wow. Oh ja, sie kommen. Die Geister erscheinen. Kommt herbei, Geister der Macht! Zeigt euch, Geister des Sehens. Lasst mich blicken auf die gar schrecklichen Dinge, die sich da heute Nacht zugetragen mögen. Ja, ja, gläserne Kugel, Symbol meiner Familie. Befähige dich deiner dunklen Mächte, um uns alles zu enthüllen, was du könntest. Ich meine natürlich kannst. Enthülle uns alles, was du kannst. Nun mach hinne! Zeig uns diesen Mario. Das Licht der Geister nähert sich. Nährt sich. Gewähr uns einen Blick. Ja, Mann, wieso ist dieses Erdbeben eigentlich immer da? Na los! Oh, Murmel. Dein Mario wird gefangen gehalten. Doch wo? Wo nur? Dies hier ist die Frage. Ja, ein Gemälde. Dein Mario wird in einem Gemälde festgehalten. Meine Kugel zeigt einen seltsamen Altar. Und... Mach schon, du dämliche Kugel! Genau. Darüber. Dein Mario. Er steckt in dem Bild fest. Nein! Das wusste ich doch schon. Ich habe diesen Altar schon gesehen. Erzählst du mir mal bitte was Neues. Oh je. Ich kann mich nicht konzentrieren. Die Geister, sie verlassen mich. Oh, Geister. Bring mir mehr Fundstücke von Mario. Wenn du mehr über ihn erfahren möchtest. Ja, ich habe noch eins. Hallo, ich bin schon wieder hier. Nanu, was ist das denn für ein Gegenstand, den du da mit dir führst? Würdest du blablabla, das überspringen wir jetzt mal, blablabla, ja, das ist die Mütze von ihm. Die habe ich als ganz erstes. Oh ja, oh pardon. Ich neige zu dramatischen Ausbrüchen. Okay, das war ein dramatischer Ausbruch. Oh ja, sie kommen, ja, ja, Geister erscheinen, blablabla, sprech deinen komischen Rap zu deiner Kugel und dann sag mir endlich was Neues. Ja, ja, dein... Ja, ja, deine Kugel kann das. Ja, kannst du. Ja, gut. Okay, jetzt geht's weiter. Ja, nähert sich, gewähren seinen Einblick. So, jetzt endlich. Hör nur, hörst du? Ja, Luigi hört gerade gar nicht. Ich glaube, er atmet einfach nur. Er atmet die ganze Zeit aus, obwohl. Jetzt atmet er aus, jetzt atmet er aus, jetzt atmet er aus. Und dann, wenn da nichts ist, dann atmet er ein. Ah, okay. Die innere Stimme deines süßen, geliebten Mario. Ey, stell mich nicht so da, als würde ich ihn leben. Ich bin nur sein Bruder, nicht sein Geliebter. Ihr verwechselt da was. Schreck lass nach. Was ist das? Ein König. König Buhu. Und wer ist dieser König Buhu? Keine Ahnung, was er meint, aber... Nimm dich in Acht vor König Buhu. Das möchte dir dein Bruder mitteilen. Oh ja, ein Buhu, der eine Krone trägt. Verstehe. Das ist König Buhu. Nein, wirklich? Woran hast du das erkannt? An dem Buhu oder an der Krone? Ah, das ist die Frage. Verstehe, er hat also deinen Mario entführt. Mehr vermag ich nicht zu sagen. Die Geister haben mich soeben verlassen. Schade, mehr Gegenstände habe ich leider für dich nicht. Schön, dass du uns weitergeholfen hast. Also, wir besiegen hier König Buhu. Am Ende. Am Ende steht der Anfang.
Keine Ahnung, was das heißen soll. Ich dachte, ich sag das mal so. Ist hier ein Herz drin? Hier ist meistens ein Herz drin. Yay, ein Herz. Juhu. So, jetzt habe ich fast wieder volle Energie. Ich will mal wissen... Karte? Nein, das war nicht die Karte. Das waren nur die Objekte von Mario. Nein, ich will doch nicht Toad scannen. Hi, ich bin da ja voll an der Tür vorbeigerannt, die offen ist. Gehen wir mal hier zurück. Das ist jetzt, glaube ich, das Letzte, was ich machen werde. Die nächste Tür, da müsst ihr euch leider etwas gedulden. Die kommt dann erst, ich denke, morgen, weil ich komme eigentlich wieder gut voran. Merke ich zumindest. Nach der Arbeit nehme ich dann meistens immer was auf und dann, ja, beglücke ich euch damit. Das ist doch ein guter Plan. So, wir schließen jetzt erstmal die Tür auf. Was mag sich dahinter verbergen? Noch ein Geist? Ja, mach das nicht so langsam. Dieses Gemälde finde ich cool. Hallo, Gemälde. Oh mein Gott. Ein Billardtisch. Hier spielt jemand Billard. Was zum... Hi. Du spielst Billard. Darf ich die Kugeln wegnehmen? Ich nehme dir mal die Kugeln weg. Ich will die Kugeln haben. Gib mir die Kugeln. Ich kann dir die Kugeln nicht wegnehmen. Ah. Nein, Schach spielt ihr doch gar nicht. Was? Ey, wieso fliegen die Kugeln jetzt weg? Gib mir die Kugeln. So, hier, ich habe eine Kugel. Hi. Ich glaube, ich sollte ihn eigentlich eher sehen. Ah, da war er doch gerade. Ich glaube, die Kugeln sind weg. Mann, was spielst du denn hier für ein komisches Spiel? Uah! So, ich habe eine Kugel. Was hast du? Nichts. Ich merke das schon. Oh, die Kugel ist zersplittert. Jetzt bleib doch mal hier. Irgendwo hier stehst du gerade. Oder? Was zum... Ach komm, komm erstmal her. Ich will dich erstmal scannen. Fragezeichen? Nanu? Was? Das könnte ich stundenlang anstarren. Was dumm? Was war denn das? Was zum Geier hat mich hier gerade verletzt? Ich will ihn hier. Jetzt habe ich ihn doch. Ja. Das könnte ich bis in alle Ewigkeit spielen. Du spielst es doch bis in alle Ewigkeit. Junge, Junge. Mann, der ist ganz schön verwirrt. Könnte das sein? Ich treffe ihn irgendwie nicht. Mann, ich weiß nicht, wie ich ihn treffen soll. Ich weiß nur, dass ich... Was? Wenn ich die hier spiele... Blau hinterlasse. Oh, ich habe ihn einmal getroffen. Welch ein Zufall! Ich habe ihn mal getroffen. Hi. Bist du hier zufällig? Nein, du warst natürlich nicht zufällig hier. Ach, ist das traurig. Ich hab dich schon wieder nicht... Mensch, der ist verflixt schwer zu treffen. Muss ich dir ja mal sagen. Zufall. Das war jetzt gerade Zufall. Das war jetzt gerade reiner Zufall. Mann! Die Kugeln fliegen hier, was das Zeug hält, und jetzt ist er kaputt. Na toll. Das... Komm her! Das ist meine. Und ich semmel das jetzt hier über den Tisch. Nein, eigentlich so nicht. So eher. Nein, auch nicht. Ach. Hey, ich hab ihn getroffen. Yay! Jetzt gehörst du mir. Billardspieler! Du bist mein! Billardspieler sind cool. Also Billard spiele ich echt gerne. Also ich kann verstehen, dass der das in die Ewigkeit spielen will, dass das seine Leidenschaft ist und so. Wo ist eigentlich dein Köhl hin? Kannst du mir das mal verraten?
Was? Nein! Jetzt mach doch nicht die Karte auf Luigi, ey! Ich kann's nicht verstehen. Jetzt in solchen Momenten willst du Karte lesen? Nein, ein Giftpilz! Weg, weg, weg von dem Giftpilz! Wenn ich den Giftpilz kriege, ist alles vorbei! Oh nein! Ich muss dagegen halten, ich muss dagegen halten! Nein! Diese blöden paar Sterne! Ich hab sie nicht gekriegt. Sterne? Das sind keine Sterne gewesen. Egal. Das kriege ich nochmal hin. Ich muss ihn nur noch dreimal treffen und dann ist aus die Maus. Los! Beeil dich mal ein bisschen. Wir haben hier nicht ewig Zeit. Du bist der letzte Geist, den ich heute töte. Naja, töten. Töten ist grausam gesagt, den ich eindetoniere in ein Bild, wo er hingehört. Außerdem ist das für einen Billardspieler eine Ehre, ein Bild zu bekommen. Würde ich mal behaupten. Na komm, ich brauche eine Kugel. Die feuere ich jetzt hier durch den Raum. Per Zufall. Au! Die Kugel wollte ich gerade haben. Naja, gut. Hey, die Kugel hat ihn getroffen. Das zählt wohl nicht, dass die zweite Kugel ihn getroffen hat. Wow! Au! Ach so, ich musste ihn sogar nur einmal treffen. Darauf war ich gerade irgendwie nicht vorbereitet so richtig. Yeah, ich habe den Billardspieler geholt. Eine grüne Kiste. Damit würde ich mal sagen, ist noch ein Schlüssel da. Nein, kein Schlüssel. Ein Diamant. Oh, ein Diamant. Nein, jetzt lass das. Ja, jetzt habe ich zwei solche Diamanten. Das ist doch schön. Yay, also du bist reich, Luigi. Also, du solltest eigentlich Mario eher vorrangig suchen. Na toll, jetzt ist ja der Buhu noch da. Schnief, ich bin Heulbu. Oh, voll der Emo-Bu hier. Emo-Bu, komm her. Du kannst mir nicht entkommen. Ich bin Luigi, ich bin viel mächtiger als du. Siehst du? Hab ich dir doch gesagt. So, damit haben wir den letzten Geist für heute gesammelt, den letzten Bu für heute gesammelt. Einen Bu müssen wir nachher noch sammeln. Naja, nachher. Sagen wir morgen. Und ja, dann haben wir es eigentlich soweit alles geschafft. Schön, dass ihr mal wieder zugeschaut habt. Und ich denke, das war jetzt eigentlich relativ lang. Also ich kann das ein langes Special nennen. Auch wenn das meiste, was ihr gesehen habt, wahrscheinlich Blödsinn war. Aber egal! Dafür guckt euch das voran, oder? Ich bin vorangekommen. Das ist doch das Wichtigste. Na gut, ich rede jetzt viel zu lange schon wieder. Okay, ich rede jetzt nicht mehr. Auf Wiedersehen. Und wir sind raus. Und ich speichere natürlich noch, das dürft ihr natürlich sehen. Was? Dreiecksbeziehung? Was? Irgendwas von Dreiecksbeziehung hat er gerade gelabert. Egal, er hat irgendwas mit Eis, Feuer, Wasser gesagt. Hey, das ist wirklich eine Dreiecksbeziehung. Ich erkläre euch das ein andermal. So, das war's. Macht's gut. Tschüss. Aus dem Billardraum. Und aus meinem Zimmer. Und aus Luigi's Mansion. Und wir sind raus.